Hi, willkommen zu The Last of Us. Keine Leichen. Keine Leichen. Oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Wer jetzt die Leichen, oder? Also ich finde, grundsätzlich sind keine Leichen gut, ja. Ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass keine Leichen eigentlich immer besser sind als Leichen. So prinzipiell jetzt mal. Du Storage Room. Mal schauen, was sie hier gestort haben. Also für einen Storage Room sieht das aber sehr wie ein Labor aus. Da steht aber Storage. Die haben einfach ihren... Ist schon klar, dass alles zusammengebrochen ist. Wenn die sich nicht mal an ihre Raumbezeichnungen halten können, dann ist ja klar, dass alles in Flammen aufgeht. Und die weg müssen. Abspielen. Ah, damn it. No way. Warum dann überhaupt? Warum gibt's das überhaupt, wenn ich das nicht weiter hören kann, während ich mich umschaue? Und wo ist es jetzt? Wie ist es? Ah, hier ist es. Ja, okay, dann hören wir uns das mal an. Das Komische ist, die Stimme kommt bei mir jetzt aus dem Controller. Das heißt, ich halte jetzt den Controller ans Mikrofon. Dann hoffe ich, glaube, der braucht keinen Popschutz. So, dann hören wir uns das mal an. Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst noch verrückt. Tja, der ärgert sich auch drüber. Ich glaube, diese Inkompetenz, das soll eine Anspielung darauf sein, dass die einfach ein Labor aus dem Storage Room machen. So geht es einfach nicht. Dann kommt wieder eine Lieferung und dann stellen die das wieder hier rein, weil sie denken, das ist doch der Storage Room und da wird aber gerade gearbeitet und dann werden Fehler gemacht und auf einmal explodiert die Erde. So schnell kann es nämlich gehen. Deswegen immer dann, oder wenigstens dann das Schild vor der Tür ändern. Ach Gott, ey. Ich komme rüber wie voll der Korinthenkacker. Ich glaube, bei mir wäre nicht mal erkennbar, dass da drin irgendwie ein Labor ist. Da wäre jeder Raum so ein bisschen alles. Überall Essensreste. Na gut, das ist hier auch so. Insofern. Jeder Raum wäre der Speiseraum und der Chillraum. In jedem Raum, das ist, ich glaube, ich gehe in die Politik und mein Slogan ist, in jedem Raum eine Couch und ein Kühlschrank. Dafür setze ich mich ein, dafür mache ich mich stark. Eine Kühlschrank und eine Couch in jedes Zimmer, für jedes Zimmer. Das ist meine Politik. Das ist doch gut, oder? Damit gewinnt man Wahlen. Hey, blam, 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 blam. Wir haben in der letzten Folge noch gehört, dass hier oben irgendwo ein Geräusch war. Also, das ist komisch formuliert gewesen. Wir haben in der letzten Folge hier oben noch ein Geräusch gehört. Das heißt, wir haben gehört, dass hier irgendwas war. Zumindest Bewegung in irgendeiner Form. Muss nicht irgendwas Organisches sein, das diese Bewegung ausgelöst hat. Vielleicht war es nur der Wind. Oder Rost. Also, nicht der Rost an sich, aber Sachen, die kaputt gehen, weil es rostet. Pillen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, die Hälfte der Zeit versteht ihr nicht, von was ich überhaupt rede. Aber ich glaube, das ist schon okay. Eine Zeitung. Oh, würde ich da jetzt gern näher ranzoomen. Näher ranzoomen können. Damit wir lesen können, was da steht. Spend your summer in the Filimulde. Aha. Interessant. Das hat so eine niedrige Auflösung. Ich glaube, auch mit Zielfernrohr könnten wir das nicht besser lesen. Das letzte Wort ist verschwommen. Scrap. Was haben wir denn hier eigentlich für Bücher? Books. Moment, steht da Book 2? Einfach nur Book 2? Das finde ich gut. Das finde ich gut strukturiert. Ich finde, so sollten alle Bücher heißen. Einfach nur Bücher von 1 bis 175 Trilliarden durchnummeriert. Und wenn dann die 175 Trilliarden erreicht sind, gibt es keine Bücher mehr. Dann ist Schluss.
kann man keine Bücher mehr machen. Nein, das Buchregister ist voll. Sie müssen sich jetzt ein neues Medium ausdenken. Oh oh. Mist. Das sind dann wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Geister? Geisterklicker? Kleister? Gehen wir mal durch diesen Vorhang, der symbolisch das Tor in einen neuen Abschnitt des Spiels einleitet. Wer hat denn hier die Dinger so schön symmetrisch aufgebaut? Ach so, die sind im Tisch fest verschraubt. Das sind irgendwelche wissenschaftlichen Maschinengeräte. Was haben wir denn hier? Ein Bild. Oh, Klicker-Bilder vergrößern. Das sieht ja fast schön aus. Wie eine Wolke aus Awesomeness. Und hier auch wieder. Der dritte Bildschirm, der genau die gleichen und dann auch noch symmetrischen Sprünge links und rechts hat. Ich glaube schon langsam, die sind gar nicht kaputt. Ich glaube schon langsam, die sehen so aus. Ich glaube einfach, das ist halt, das ist so. Die wurden schon quasi so ausgeliefert. Das ist wirklich Dekoration. Denke ich. Meine Theorie. Ellie, wir müssen jetzt wieder gehen. Und wenn wir jetzt da rausgehen, dann passiert Zeugs. Or not. Vielleicht auch nicht, weil wir hier reingehen. Affen. Immerhin keine Klicker. Die haben schon ein bisschen geklickt. Fireflies auch nicht. Vielleicht sind die Affen Fireflies. Ja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Genau, zum Beispiel. Oder sie sind einfach... Versuchen wir, werden das finden. Ehrenmitglieder der Fireflies. Ehrenaffen. Oder die Fireflies sind Ehrenmitglieder der Affen in der Affengang. Vielleicht auch beides, weil sie sich gegenseitigen Respekt gezollt haben. Wer weiß. Wer weiß. Hey, noch so ein Diktiergerät. Dann halte ich mal wieder den Controller an den Aufnahmeempfänger. Mikrofon, das ist das Wort, das ich suche. Los geht's. Vier Paletten Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach, Mist. Oh nein. Oh nein. Der beißt. Oh mein Gott. Hä? Wie jetzt? Die haben Weil wir die Affen nicht angefasst haben. Genau. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Das heißt also, die haben Affen infiziert, um damit rumzuexperimentieren. Und obwohl das bei Affen scheinbar nicht wirklich ausbricht, sind die Überträger. Aber dann muss Ellie eigentlich zum Beispiel keine Angst vor denen haben, die ist immun. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob so kleine Affen, wie gefährlich die sein können. Man weiß es wirklich nicht. Schimpansen sehen auch nicht gerade aus, als wären sie die übelsten Superkrieger. Aber haben halt irgendwie... ein 875.000-fach so dichtes Muskelgewebe wie Menschen und sind deswegen, obwohl sie schlaksig aussehen, absolute Tiere und zerreißen einem mit bloßen Händen. Crazy shit. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Was macht er denn? Hör doch den... Lass mich mitmachen. Da könnten wichtige Informationen sein. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit.
Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Oh oh. Sind es Fireflies? Deckung! Ich glaube schon. Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Böse Typen. Wahrscheinlich in den Stellen, wo er überspult hat, hat er wahrscheinlich von dem geheimen Kanonenkatapult auf dem Dach erzählt, das einem direkt zum St. Mary Hospital transportiert. Aber er musste ja unbedingt vorspulen und alles überspringen. Na toll. So, super Gehör. Lass mich jetzt nicht im Stich. Ich höre nichts. Gut. Wenn mein Supergehör sagt, die Luft ist rein, dann ist die Luft rein. Mein Supergehör wird mich nicht anlügen. Hey, aber so redet man nicht mit mir. Au, au. Warum habe ich denn gerade daneben geschlagen? Scheiße. Die KI ist doof. Okay, ich muss ein Medikit benutzen. Das Spiel hat absolut recht. Ich weiß nur nicht mehr genau wie. So, jetzt. Der hat mich gerade nämlich ganz schön verprügelt, der Kerl. Also gut, Ellie. Cool bleiben. Habe ich gesagt. Weg mit dir. Super Gehör. Was sagst du? Du sagst nix, aber ich glaube trotzdem, dass da vorne gleich welche sind. Da ist sogar ein Signalfeuer, eine Signalfackel. Aha, habe ich mir doch gedacht. Zwei hätten wir. Bestimmt geht einer außen rum, oder? Ja, sogar zwei. Ist eigentlich Ellie eine Kurzform für irgendwas? Elizabeth wahrscheinlich, oder? Heißt sie Elizabeth? Kurz nachladen. So. Danke fürs Warten, Jungs. Ihr wart großartig. Lass mich noch eben kurz hier ein bisschen nachladen. Ups, falsch, falsch. Ich weiß nicht mehr, wie man nachlädt. Ist auch nicht so wichtig. Ich muss nicht nachladen. War nur so eine Idee. Hey, Snickers. Wenn der Kampf mal wieder länger dauert. Die leerste Schublade der Welt. Dum, dum, da, dum. Dum, dum, dum. Oh, oh. Da kommen mehr, Ellie. Da kommen sie. Achtung, die wissen aus irgendeinem Grund, wo wir sind, glaube ich. Gut, jetzt glaube ich, dass sie wissen, wo wir sind. So. Oh, oh. Well played, Sir. Well played. Und beinahe hätte dein Plan funktioniert, wenn nicht dieser Hund und diese Kinder gewesen wären. Ups. Er hat sich aufgelöst. Da vorne ist er. Oh mein Gott, ja, aber wirklich. Ah, deswegen konnte ich vorher nicht nachladen. Die Pistole war einfach nur leer. Ich hatte keine Munition mehr. Mensch, der ist tot. Sagen wir so, der ist tot. Ach ja, immer diese Raider-Banden. Warum kommen die ausgerechnet jetzt oder jagen die uns? Hat jemand auf uns abgesehen? Vielleicht will uns jemand tot sehen. Aber wer? Die Klicker. Die Klicker-Bocker-Bande. Die Klicker-Bocker-Bande haben... Oh, Handlanger gebucht. Jetzt lass mich doch mal kurz in Deckung gehen, bevor wir hier schießen. Hat sich er auch gerade gedacht, glaube ich. Scheiße. Ja, aber echt, ich habe überhaupt keine Munition mehr. Aber zum Glück habe ich ja noch diesen hier. Nein, stopp, aufhören. Der ist mächtig. Und die hier
Die hat immerhin 8 Schuss Munition. Außerdem habe ich noch die großen Waffen. Aber mit den kleinen Pistolen kann man einfach irgendwie am besten zielen, am unproblematischsten. Oh! Zum Glück kann der nicht so gut zielen mit seinem Revolver-Ding-Gerät. Sonst hätte das jetzt echt wehgetan, eventuell unter Umständen. Wichser. Ey. Oh, ey. Das sieht so fucking schmerzhaft aus. Scheiße. Oh Mann. Du solltest den anderen sehen. Was soll ich jetzt tun? Alle töten? Was? Doktor! Du musst mich hochziehen. Kein Problem. Ellie kann doch diesen 100 Kilo Bodybuilder ziehen. Hoch. Ziehen hoch. Ich habe noch 2 Medikits im Inventar. Kein Problem. Kein Problem. Wo ist das Medikit? Ich kann es natürlich gerade nicht benutzen. Da ist keiner. Weiter. Cutscene-Verletzungen sind immer ernst zu nehmen. Joel, wie geht's dir? Es geht. Die 20 Kugeln im Körper sind noch okay, aber... Ja. Diese eine Eisenstange war schon ein bisschen viel. Gott, komm schon hoch! Sehr schön an der Stelle auch wirklich gemacht, wie sich das steuert jetzt. Wie schwerfällig und so. Man spürt es auch in der Steuerung im Controller, wie schwer sich tut. Sehr gut. Sehr clever. Von der Seite. Ellie. Du hast meine Freundin getötet, Arschloch. Na los, raus da. Machen wir es auf die harte Tour. Wie viele können es denn noch sein? Wollen wir nicht irgendwie... Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Zumindest die Wunden schließen mit irgendwas. Ich glaube, der Blutverlust ist echt nicht gut. Vielleicht hat es außerdem eine Niere erwischt oder so. Hier ist keiner. Schnell! Ich komme ja schon. Du machst das gut. Nur weiter so. Oh Mann. Hier, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. So Leute, bevor wir jetzt hier durch die North Hall gehen, müssen wir jetzt für heute Schluss machen. Wird Joel es lebendig aus diesem Gebäude schaffen? Wird Ellie im Notfall alleine klarkommen? Hat sie genug gelernt, um für das Überleben draußen in der Wildnis bereit zu sein? Ich glaube schon, aber wer weiß. Schauen wir mal in der nächsten Folge. Ciao. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. Joel hat's erwischt, ihm geht's gar nicht mehr gut. Wir müssen irgendwie aus diesem Gebäude raus. Der Blutverlust ist nicht nice, nicht lustig. Ellie versucht uns hier noch raus zu navigieren, aber... Es ist schon nicht mehr cool. Hey! Joel! Hinter dir! Was? Ellie! Bleib stehen! Oh Mist! Oh Mist! Oh! Den Schlag hat sie aber gut weggesteckt, oder? Leg den Arm um mich. Okay, wir gehen. Komm schon, nur noch ein kleines Stück. Wollen wir das schaffen? Willst du für mich singen? Was? Ach so.
Träum weiter. Das Pferdchen wird uns retten. Warte. Ich öffne die Tür. Lass dir Zeit. Los, komm. Ich komm schon. Scheiße. Ach, wie wir jetzt da hochkommen, ist aber die andere Frage. Kommst du hoch? Vielleicht sollte man ihn außerdem festbinden, weil wahrscheinlich wird er gleich ohnmächtig. Also das Aufsteigen hat überraschend gut funktioniert. Hauptsache mal weg von hier. Hauptsache weg. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Winter. Schön auch, dass das Spiel in Jahreszeiten unterteilt ist. Das ist ja auch ein altes filmisches Mittel, um den Film ein bisschen zu gliedern, und jetzt ist Winter. Winter ist das Symbol für Tod. Was man auch in der Öffnungsszene gleich in voller Härte zu spüren kriegt, zu sehen kriegt. Wie viel Mühe die sich gegeben haben, diesen Hasen zu animieren. Ist euch das aufgefallen? Der war schon fast wie ein Pixar-Hase oder sowas. Und dann dieses Sterben, dieses Erstarren der Gesichtsmuskeln. Ist so schön inszeniert. Ich glaube, da wurde sich echt viel Mühe gegeben mit der Szene. Und es ist echt hart. Und hier haben wir den Hirsch in der Winterlandschaft, was vielleicht so ein kleiner Callback auf das Intro des Spiels ist, wo in dem Haus von Joel, wo er noch mit seiner Tochter lebt, Gemälde hängen. Gemälde von Rehen in einer Waldlandschaft. Sowas ist nice, oder? Weil es so schön durchstrukturiert, also so Foreshadowing, es ist so gut durchdacht alles. Das macht Spaß. Das ist eine gut strukturierte Erzählung. Langsam. Hab dich. Mehr oder weniger. Wenigstens haben wir ihm jetzt Schmerzen zugefügt. Ganz toll. Ich hätte vielleicht besser zielen sollen. Oh, er blutet, der arme Hirsch. Komm her, ich will dich erlösen von deinem Leiden. Armes Puschelhirschchen. Oh nein, er hinkt. Dabei habe ich ihn doch da hinten gar nicht erwischt. Oh Mann. Was denn, oh Mann? Habe ich ihn nicht getroffen oder wie? Das war doch ein 1A-Superschuss. Komm schon, wir müssen essen. Es hilft doch nichts. Oh oh, das Blut hier könnte Landhaie anlocken, wenn wir nicht aufpassen. Schneehaie. Gefrorene, pilzmutierte Eisschneehaie. Dam 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 dam. Wo ist er denn? Ist er einmal im Kreis jetzt gelaufen oder wie? Auch schön, oder? Was eigentlich irre, so aus Entwicklersicht, was die für einen großen, schön gestalteten Wald hier gemacht haben, nur damit man hier den Hirsch jagen kann. Und jetzt habe ich ihn aber sowas von aus den Augen. Hier hört die Spur auf, seht ihr das? Ah, da, okay, da runter geht's, jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich's.
Moment, jetzt habe ich die Spur wieder verloren. Ich sollte ein bisschen besser aufpassen. Oder bin ich gerade meiner eigenen Spur nachgelaufen vorher, zufällig? Verfolge ich hier meine eigene Spur? Hinweis, ja bitte. Der Hinweis sagt da hinten. Jetzt hat sich das Spiel gedacht so, Worst Hunter ever. Da hinten ist der Hirsch. Idiot. Danke, Spiel. Ah ja, hier ist die Spur. Juhu. Wieso lebst du noch? Aber echt, das ist die Frage, oder? Das frage ich mich auch. Das Gute ist, dass es so kalt ist. Es ist ja anscheinend echt gar nicht so leicht, so ein Tier, wenn man es erlegt hat, schnell genug zu verarbeiten, ohne moderne technische Möglichkeiten, dass das nicht sofort verfault. Oder zu schnell eben. Schneller, als man es verarbeiten kann. Und ich glaube, hier im Winter ist es leichter. Da muss man sich nicht so viel Sorgen um Fliegen und Fliegenlarven und Verwesung machen. Wobei Verwesen ist, hat ja nichts mit Fliegen zu tun. Also das ist ja, die Fliegen kommen ja erst durch die Verwesung. Aber ich sage ja nur, es verwest langsamer. Es ist quasi gleich Tiefkühlkost. Köstliche, köstliche Tiefkühlkost. Was ist das für ein Ort? Altes Sägewerk, aber das kann Ellie nicht wissen. Also, ich rate jetzt auch nur. Aber Ellie kann ja sowas natürlich nicht wissen. Die hat noch nie eins gesehen. Toll. Ja. Alles ist okay. Das oh. ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Oh, sie hat Angst, klar. Wo Zivilisation war, waren Menschen, könnten Pilzmonster sein. Das ist natürlich ein Problem. Apropos ein Problem, wo sind unsere ganzen Crafting-Artikel? Unverschämtheit, wir wurden unseres ganzen Craftings beraubt. Na, da liegt doch was, Soyet. Ich hoffe, wir haben wenigstens noch die gelben Büchlein, die unsere Sachen, unsere Haltwertszeit verlängern. Hier sind keine Anzeigen von Pilzsporen oder sowas, immerhin. Das ist doch schon mal gut. Ja, aber ich kann es schon verstehen, weil ich meine, entweder waren hier Menschen, die könnten jetzt Zombies sein, oder es sind hier Menschen, die könnten nicht gerade freundlich sein. Das ist immer gefährlich. Oh, da ist unser Hirsch. Oder Reh. Hornvieh. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Aber doch nicht alles. Können wir nicht eine Keule mitnehmen? Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Ellie, das ist echt gefährlich. Jetzt hör auf, den Bogen zu spannen. Bei der das Kälte. Das nehme ich. Wenn deine Hand einfriert. Na klar. Die Sehne entgleitet dir. Jetzt zurück. Genau. Das ist besser. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Was war das? War das ein Lachen oder ein Schniefen? Oder? Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du?
Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Nein, nein, ich heiße Warum, das ist mein Name. Der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Oh oh. Klicker. Hallo. Was war denn das gerade, Ellie? Ist noch eine Waffe? Sorry. Die Frage ist, warum hast du nicht geschossen? Ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Okay, dann lass du sie nicht rein und ich suche einen Weg raus. Bewach die Fenster. Was? Okay. Ich glaube, ich bewach den Spind hier, hat er gesagt. Okay, mach ich. Wollen wir das hier noch schieben oder so? Vors Fenster schieben? Nein, nicht schieben. Wirklich nicht. Okay, wie du willst. Ja, ja, ja. Ups, ich glaube, das war ich. Sorry. Hilfe! Ich habe nur noch einen Schuss. Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Na dann. Hilf mir mal. Ja, 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 das ist eine gute Idee. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Oh, na los, na los! Oh, oh, da kommen schon die Nächsten. Digger McDiggingston, aufhören. Da kommen sie. Ah, oh, das war so klar. Merci. Warte mal, ich habe mich irgendwie verdrückt. Ich weiß nicht mehr genau, was los ist. Au, au. Bitte aufhören. Uncool. 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 Ich muss mich kurz bandagieren, bitte. Uncool. Puh. Haben wir andere Waffen? Nee, haben wir nicht, aber ist schon okay. Oh, oh, Klicker, ganz gefährlich. Yeah, wir sind pretty awesome, ich weiß. Aber es ist trotzdem uncool hier. Uncool, gefährlich. Noch ein Klicker. Oh, oh, übernimm du den bitte. Übernimm doch du auch mal einen wenigstens. Danke. Oh Mann, ey. Also, wenn wir genug Munition hätten... Wenn wir genug Munition hätten, könnten wir so jetzt, glaube ich, die gesamte Welt von Pilzgegnern befreien. Lass sie kommen. Hallo? Wer ruft denn da? Wer schreit denn da so? Wir müssen hier raus. Okay. Hier lang. Scheiße. Komm schon. Ich halte sie auf. Er wacht die Treppe. Ja, cool. Pistolenmunition, aber wir haben keine Pistole. Komm mit, hier durch. Okay. Okay. Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch nie. Oh, na toll. Ausgezeichnet. Dann sind wir schon zwei. Alles frei. Hier lang. Ich folge dir. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Ja, was würde ich denn sonst? Hier ist es eh schon linear. Oh oh. Ah, oh, that's not good. That's not good at all. Oh, I don't like this. It's okay. Jo. Gut, jetzt sind wir halt hier unten mit Klickern, oder? Ne, erst da oben mit Klickern und wir auch. Jetzt sind wir alle hier irgendwie mit Klickern oder so. Ah, das ist so awesome. Da habe ich so Bock drauf. Oh oh. Oh Gott. Oh Gott, das macht mich echt nervös hier unten.
Ich höre gerade nichts mehr. Ich habe nur noch 2 Schuss und ich höre nichts mehr. Ich glaube, ich kletter hier mal hoch. Wartet mal, da blinkt was. Eine Flasche, die nehme ich mal mit. Keine Ahnung. Puh. Oh, nice. Alles klar? Oh, ja, alles klar. Komm schon, da ist die Tür. Das war knapp. Ach was. Wir müssen da hoch. Ach was. Da, mit der Leiter sollte es gehen. Na gut, dann heb mich hoch und ich hol die Leiter. Oder machen wir es kompliziert und ich suche irgendeinen komischen Kletterweg. Ja, machen wir es kompliziert? Wirklich? Meinetwegen. Wie du meinst. Ich höre aber noch mehr von denen, also irgendwie weiß ich nicht. Ich habe eine Kammer gefunden. Oh, Zeugs. Cool. Na gut, Leute, ich würde sagen, das ist eine schöne Stelle, um mal kurz Pause machen zu tun. Bis morgen. Ciao. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu The Last of Us Remastered auf der PS4. Wir suchen gerade hier mit unserem neuen Companion einen hier. Weg. Komm her, hilf mir rauf. Ach so, hier hebt er mich jetzt hoch, aber da, wo die Leiter ist, okay, kann er mich aus irgendeinem Grund nicht hochheben. Weil ich könnte die Leiter einfach jetzt gleich runterziehen. Dann müsste ich... ist schon okay. Macht, was ihr wollt, ihr zwei. Ihr wisst wohl, was ihr tut. Glaube ich, hoffe ich. Beeil dich. Ja, ja. Klar. Schon klar. Pistole 4 Schuss, Gewehr 3 Schuss und noch ein Bogen mit ein bisschen. Warte mal, vielleicht könnte ich noch schnell... Nope, nicht genug. Zeugs, okay. Ich höre hier so laute Klickergeräusche. Da ist er schon. Nö, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich alles okay. Es ist eher alles so mittelmäßig. Und bei dir unten? So, Achtung, hier kommt die Leiter. Okay. Bitteschön. Gut, Achtung. Was, Achtung? Soll ich runterkommen? Ah ja, gehen wir woanders lang. Alles klar. Ups. Na komm. Ich komm schon. Ich komm schon. Hier durch. Gut, wie du meinst. Ich kann mich an die Stelle erinnern, das ist kein gutes Zeichen. Wir müssen hier irgendwie raus. Ich sag's. Pass auf, wenn du bist. Okay, alter Mann. Es muss einen Weg hier raus geben. Was werden die denn so schreien eigentlich, frage ich mich. Haben die nichts Besseres zu tun? Geht's denen nicht gut, meint ihr? Meint ihr, die haben Schmerzen? Oder ist das eher so ein Ausdruck von Unzufriedenheit? So generell. So, das ist in Pilz-Zombie-Sprache sowas wie I'm not very amused. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Oder ist es vielleicht sogar sowas wie Liebespaarungsrufe. Liebespaarungsrufe. Wer weiß, wer weiß. Mann. Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Ich leg die einfach mal da hinten hin. Für später. Ich such nach einem Ausgang. Such du nach einem Ausgang, ist okay. Ich craft noch ein bisschen Zeug. Ups, ich kann noch was machen. Moment. So. Ich bin dabei. Ich vermine noch ein bisschen Zeugs hier. Eine Sackgasse. Was haben sie hier bloß gemacht? Was machen wir jetzt? Wir halten stand. Haben wir eine andere Wahl? Gut. Okay, ich bin bereit. Von mir aus können sie kommen. Du?
Freund. Vorübergehender Freund. Aha, da kommen sie. Ich bin bereit. Du solltest aufpassen, ich habe genau da eine Mine gelegt. Kommen die alle da durch, meint ihr? Weil dann könnte ich einfach noch mehr Minen hier dahin legen. Für die Zukunft. Ha, hat funktioniert, oder? Ups. Sehr gut. Sehr gut. Läuft. Okay, bei... Ich weiß. Oh, sie sind auf dem Dach. Nice. Not. Der ist lustig gestorben. So, nachladen. So geht's. So geht's. So können wir weitermachen. Ich habe nur noch 2 Schuss leider. Einer. Ich nehme vielleicht mal für die Nicht-Klicker die normale Pistole. Wir kommen schon zurück. Das Gefühl habe ich aber nicht. Konzentriere dich, wir schaffen das. Ich konzentriere mich immer. Ich bin hochkonzentriert. Hm, das sind noch Molotow-Cocktails. Cool. Der Nächste, der kommt, kriegt einen Molotow-Cocktail. Müssen wir uns hier immer noch verbarrikadieren oder geht's schon wieder... Achso, es kommen mehr. Wie viele gibt es denn? 24. Wie Kalender im Advents... wie Türchen im Adventskalender. Oh mein Gott! Damn it! Okay. Oh, ich höre einen Klicker. Da ist der Klicker. Es hat sich ausgeklickt. Klicker. Oh, oh. Ein Bloater! Nein, nein, kein Bloater. Bitte, kein Bloater. Nein, hallo. Hallo, bitte aufhören. Oh mein Gott. Hui. Ein Bloater. Ich glaube es echt nicht. Ja? Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach, eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Okay, ich überprüfe, ob die Loot gedroppt haben. Oh, jetzt ist sogar unsere Gewehrmunition voll. Viel kann die aber auch nicht gerade mitnehmen, oder? Ach ja, die Taschen voller Ziegelsteine, Nadelbehälter und Lappen und alles... Aber kann nur 9 Patronen von dem Gewehr mit reinstecken in die Tasche. Dann ist Schluss. Ich hab das alles genau so ausgerechnet. Ich krieg hier genau noch 9 Patronen für das Gewehr hier rein, wenn ich die richtig anordne. Dam, da, da, dam, da, da, dam, da, da, dam, da, da, dam. Ich geh mal zu dem zur Brücke, oder? Da, dam, 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 dam. Hallo, Brückenkerl. Ach so, Gespräch. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Warum erfrieren die eigentlich nicht? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Wahrscheinlich haben die das gegessen. Ich weiß nicht, essen? Wahrscheinlich, oder? Wie sollten die sonst überleben? Ich meine, das ist keine Magie. Die brauchen Energie. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück?
Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Das stimmt, Ellie hat alles allein gemacht im Grunde. Weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Meinem verrückten Mann. Oh oh, ich glaube, das waren wir. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. Schieß! James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen runter Fall gehen. Mit der Waffe. Schieß trotzdem. Jetzt gib ihr die Medizin. Schieß auf die Medizin. Und dann wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Also, die letzte Viertelstunde haben wir dich beschützt. Die Rehspur, die Blutspur führt sie jetzt zurück, wahrscheinlich, in die Nähe von unserem Lager oder so. Nee, nee, wir sind mit dem Pferd rausgeritten. Wir haben immer einen Hasen. Weg hier. Hätten wir den Bloater einfach. Hätten wir ihm den Bloater zum Fraß vorgeworfen. Okay. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Hier, nimm diesen Hasen in den Mund stopfen. Okay, heb deinen Arm. Oh. Sieht doch wunderbar aus. Oh. Da mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joel. Dammit, die haben uns wirklich verfolgt. Und den Hasen haben wir nicht mehr gegessen. Scheiße. Sie sind hier. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Der verrückte Mann und das Mädchen. Lauf. Sind wir sicher, dass sie hier ist? An der verdammten Straße sind Pferdespuren. Sie ist hier. Hey, ich hab sie! Bewegt deinen Arm!
Hey, schieß sie! Aber David hat gesagt, lauf! David! Na los, Junge! Ich mache mir gerade Sorgen um das Pferd. Au! Warum ist das eigentlich so eine Armee? Warum ist das eine Riesenarmee? Was zur Hölle wollen die? Ich weiß nicht, wenn die mal anfangen würden, ihre unglaubliche Arbeitskraft, dadurch, dass die ein paar tausend Leute sind anscheinend, mal in Ackerbau und sowas stecken würden, müssten die nicht dauernd irgendwo kleine Mädchen überfallen. Au! Ist jetzt Schluss hier. Nein, nicht aufs Pferd schießen. Ist doch eine Unverschämtheit. Oh, ich hab's gewusst, dass das nicht gut ausgeht. Oh Mann. Nein. Scheiße. Na gut, dafür werden wir jetzt einfach alle töten. Sie ist den Abhang runtergefallen, aber ich sehe sie nicht. Ach, verdammt, er sieht mich doch. Also gut, Leute, ihr habt es so gewollt. Wer mein Pferd tötet, der muss sterben. Und zwar tausende von euch. Du bist aber auch blind, oder? Tja, jetzt bist du tot. Waren's nur noch 998. Tolles Lied, stimmt's? Hua! Kurz gucken, hört mal jemanden? Nope. Nix zu hören, aber eine Schublade. Voller Munition. Danke. Ach, das ist so Das ist so amerikanisch, oder? So US-amerikanisch. Dass im Nachttisch neben dem Bett Munition für die Waffe ist. Wahrscheinlich hätten wir unterm Kopfkissen nachgesehen, wäre die passende Waffe dazu gewesen. Geladen natürlich. So, und nun? Volle Gesundheit, volle Flaschen, voller Kühlschrank. Vielleicht ist Pfeil- und Bogenzeit. Wo sind denn die beiden? Ich höre die reden, aber ich höre sonst nichts. Vielleicht hat Ellie nicht das Supergehör von Joel geerbt, das er hat. Vielleicht ist ihr Gehör eher so mittelmäßig. Nein, hier bleib... Ah. Alter, ich check die Hütte nicht. Ich check die Hütte nicht. Was ist in der Hütte? Ich check es nicht. So, ihr werdet jetzt so von mir... Nein, was habe ich getan? Heilige Scheiße! Oh. Oh yeah, es hat sich ausgeheilige Scheißt. Oh oh. Ich möchte mal. Oh oh, super, super Gehör! Hilfe! Puh, der lebt noch! Jetzt nicht mehr. So, und auch das können wir von mir aus den ganzen Tag machen und dann. Ich benutze den ehrlich gesagt nur, weil so viele Pfeile da vorne im Wohnzimmer rumlagen. Da dachte ich mir, hey, wir haben eine Schrotflinte! Oh mein Gott! Okay, das war nicht mal Absicht. Hat aber sehr gut funktioniert. Das können wir gerne wiederholen. Warum hat sie eigentlich ein richtiges Messer, das nicht ständig abbricht? Ich meine, ich finde es gut, aber warum hat das Joel nicht gehabt? Hätte sie ihm das nicht leihen können? Hätte sie nicht die Sachen aufmachen können mit ihrem Messer und die Klicker töten mit ihrem unzerstörbaren Messer? Scheinbar nicht. Schade.
Ich wollte die Tür gar nicht aufmachen, aber jetzt ist sie schon offen. Jetzt wird es unhöflich, wenn wir nicht auch durchgehen. Was steht da? Kano-Shack. Ah. Vielleicht können wir uns ein Kanu mieten und auf den Fluss rausfahren. Sind wir halt eine Zielscheibe. Aber macht ja nichts. Leute, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Danke und tschüss. Ciao. Und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. So, und gegen The Last of Us, of Us Menschen, kämpfen wir jetzt. Denn Ellie wird gerade von Banditen belagert, die wir wohl schon öfter getroffen haben. Und die haben was gegen uns, weil wir schon so viele von denen getötet haben. Jetzt schicken sie noch mehr, damit wir noch mehr töten. Und dann sind irgendwann keine mehr übrig und dann ist der Konflikt gelöst. So kann man, schätze ich, auch Konflikte lösen. Na gut. Blam, blam, blam. Ich könnte mal gucken, ob wir was craften können. Eine Nagelbombe. Schön. Oh oh, ich sehe dich ganz genau da hinten. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Oh, und da drüben ist auch einer. Stealth Kill. Au. Selber kleines Miststück. Was fällt dir ein? Ich sehe keinen. Seht ihr einen? Ich höre auch keinen. Hört ihr einen? Ah. Genau, verteilt euch mal. Wo gehe ich lang? Aha, da hinten ist einer. Wo sind sie? Und da oben ist der andere. Ich hoffe, es waren wirklich nur zwei und ich habe jetzt keinen übersehen. Kuckuck. Le Reload. Okay, sieht doch ganz gut aus, oder? Wollen wir noch aufs Klo gehen? Einfach nur, um zu gucken, ob es da was zu plündern gibt. Ich nehme mal die Pistole. Einfach mal auf gut Glück. Mal schauen. Wenn wer drin ist, dann explodiert er jetzt gleich. Wenn keiner drin ist, dann nehmen wir die Bombe danach wieder mit. Ist doch ganz eine gute Idee. Ganz eine gute Idee. Sieht nicht so aus, als wäre hier jemand. Aber wenn hier gerade zufällig jemand auf dem Klo gesessen wäre, hätte er ganz schön blöd geguckt. Mit heruntergelassenen Hosen im wahrsten Sinne des Wortes. Hätten wir den dann erwischt. Das wäre schon lustig gewesen. Nicht für ihn. Nicht unbedingt für ihn. Okay. Na dann. Gut. Also zumindest, was Ellie von Joel gelernt hat, ist, wie man eine Armee von bewaffneten Feinden im Alleingang einfach zerfetzt. Die beiden, wenn Joel nicht verletzt wäre, ich glaube, die beiden könnten... Der sollte hier ausführen. Die Welt vernichten. Ich schätze, hier können wir nicht rüberspringen. Wir sind halt doch nicht Lara Croft. Lara Croft. Tomb Raider. Also, jetzt mal ehrlich. Muss ich doch darüber springen? Nein. Wo ist hier eine Kiste, die ich da hinschieben kann, damit wir da hochkommen? Hier ist die Kiste. Aber hier geht nichts. Hier kommen wir aber auch nicht hoch. Schnubi, Schnubi du, ich weiß nicht mehr wohin. Das macht doch alles keinen Sinn. Da 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 da. Und der Pfeil zeigt dahin. Ich weiß aber nicht, ob der Pfeil für mich bestimmt ist. Aber ich glaube schon. Ich glaube, da hat damals noch vor dem Pilz-Zombie-Weltuntergang jemand
eine Vision gehabt von einem Mädchen, das Hilfe braucht und hat sich gedacht, ich stelle hier, ich muss hier, das ist meine Bestimmung, diese Schilder aufstellen. Es wird sich alles fügen. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, was wir tun müssen. Spiel, gib mir den Hinweis, komm. Ich brauche ein Hinweisspiel. Mach bling bling und zeig mir, was ich tun muss. Ich bin gerade zu doof. Ich bin gerade zu doof. Ich weiß nicht, kann ich das Schild ausreißen und da hinten hinflatzen? Oder denke ich falsch? Muss ich vielleicht gar nicht unbedingt da hochklettern? Vielleicht muss ich gar nicht unbedingt da hochklettern. Vielleicht muss ich irgendwas anderes machen. Und ich denke zu kompliziert. Vielleicht muss ich zu diesem Bootteil, ich weiß nicht, was das ist, und muss mich wundern, warum hier so ein Stückchen Schnee liegt. Okay, und jetzt geh ans Rad und dann fahren wir los. Wahrscheinlich kann das fliegen. Das ist ein Hoverboot. Ha, vielleicht auch nicht. Irgendwie sieht das auch nicht sehr bootsförmig aus. Ich weiß nicht, was bist du? What are you? Vielleicht können wir schwimmen. Wahrscheinlich eine sehr schlechte Idee. Sehr schlechte Idee. Ich versuche nochmal, ob ich da oben über diesen kleinen Spalt springen kann. Vielleicht hat es mir das nur nicht angezeigt. Vielleicht muss ich richtig dastehen, richtig gucken. Ja, bitte. Aha, tatsächlich. Irgendwie muss ich doch darüber kommen. Wurde mir nur wieder kein Knopf angezeigt. Ich habe auch alle Knöpfe gedrückt. Also ich muss, glaube ich, schon sehr richtig stehen. Nein? Ah, ich muss hier entlang. Okay. Okay. Sehe ich jetzt erst. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Oh ja, sie kann ja nicht schwimmen, ne? Das sollte man vielleicht mal noch lernen. Es sind teilweise ganze Stadtteile überschwemmt und so. Da wäre Schwimmen schon ein Skill, den man sich vielleicht mal noch aneignen sollte. Denke ich. Wäre vielleicht nicht schlecht. Jada, jada, jada. Schladder, schladder, schladder. Hey. Okay. Oh, Kanalisation. Also Abwasserrohr oder Rohr. Rohr. Ich habe gerade was gehört. Das hat sich angehört wie Pferdehufe, ehrlich gesagt. Finde ich sehr verwirrend. Vielleicht waren es auch nur Ellis. Im Rohr hallende Fußspuren. Was haben wir denn hier? Ein Magazin. Ein Comic. Lesen wir mal einen Comic. Es ist immer Zeit, mal schnell eine Folge von Savage Starlight zu lesen. Riesen? Hä? Umdrehen. Negentropie. Dank Captain Ryans Führerschaft und Danielas technischem Wissen wurden die Überfälle der letzten Wacht noch waghalsiger. Wird sie als Wissenschaftlerin es aushalten, ihre Gabe für die Vernichtung einzusetzen? Die Antwort, ja. Eigentlich sogar ganz gut. Und dann kriegt sie einen Orden. Ende der Geschichte. Ich glaube, der Nächste, den wir treffen, kriegt einen Molotow-Cocktail ab. Bam! Ach, sowas sollte nicht so viel Spaß machen. Irgendwas stimmt da nicht mit uns Menschen. Oder geht's nur mir so? Nee, sonst hätte sich das Spiel nicht so gut verkauft. Oh. Oh, da komme ich nicht durch. Ach was? Echt nicht? Schade. Dann ziehen wir hier mal an. So, das war's. Krass. Was war denn da jetzt bitte so krass? Jetzt komme ich schon durch. Wartet mal kurz. Ich dachte, vielleicht ist da oben was, aber die Kamera liegt mir nahe, dass da nichts ist. Okay, wir sind auf der anderen Seite des Tores. Da ist ein eingefrorenes Boot. Sehe ich da unten schon Personen? Ah, hier ist aber eh keine anständige Deckung. Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Ich
Ich sehe hier noch niemanden, aber ich bin mir sicher, dass hier Party ist. Wo bleiben sie denn? Ich weiß es ganz genau. Kommt raus! Ich weiß, dass ihr da seid. Ah, da hinten kommen sie. Seht ihr sie? Da hinten schleichen sie gerade so ins Bild. Oh yeah! Das war ein guter Treffer, oder? Das hätte ich gar nicht gedacht. So, und jetzt ist Gewehrzeit, würde ich sagen. Ist nicht notwendig. Ich glaube, ihr wisst jetzt, wo ich bin. Ihr zielt einfach zu schlecht, Leute. Ich stehe hier im offenen Feld. Au, okay, das hat er gehört und hat sich gedacht, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wie sieht's aus mit Lebensenergie? Ah, oh, nee, brauchen wir keine Bandage, noch nicht. Ist nur ein Kratzer. So, waren das alle? Ich könnte fast nicht glauben. Das wäre fast ein bisschen zu leicht, oder? Aber denen haben wir es gezeigt. Tja. Leg dich lieber nicht mit Ellie an. Und auch nicht mit Joel. Und schon gleich gar nicht mit Joel und Ellie. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Ich hoffe, der wird gut. Bestimmt, oder? Andererseits ist die Erwartungshaltung halt schon sehr hoch. Glaubt ihr, das wird open-worldiger? Glaubt ihr, dass Naughty Dog das macht, diesen Schritt geht? In Uncharted 4 gibt es ja durchaus Areale, zumindest kleinere, also kleinere unter Anführungsstrichen Areale, die etwas open-worldiger sind. Wie komme ich hier raus? Bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Naughty Dog ist da doch sehr erzählerisch linear. Sehr cineastisch. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, wenn die anfangen, Open Worlds zu basteln, weil die dann ihre Geschichten einfach nicht mehr so effektiv erzählen können. Glaube ich. Wollen wir da nicht hochklettern, Ellie? Doch, ja? Ich will hier nicht festsitzen. Ha, das hättest du mir vorher sagen sollen. Da habe ich nicht dran gedacht, dass du jetzt hier festsitzt. Warum sind wir überhaupt reingegangen? Ich wusste nicht, dass wir hier festsitzen können. Dammit. Oh, wo geht's hier raus? Ich weiß nicht, nimm eine Pistole. Das hilft. Das hilft klar zu denken. Hey, yeah. Molotov-Mobtail? Ich lasse mal die Tür zu. Türen sind zu auffällig. Nehmen wir das Fenster. Plöpp. Dass hier gar keiner ist. Das ist verdächtig. Mächtig verdächtig. Weil das sieht so aus wie eine Kampfarena hier drin. Oh, oh. Dieses Arschloch. Der lebt aber, glaube ich, noch, oder? Ja, yep, aber er ist ein Idiot. Okay. Kommt, 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 kommt. Put, 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 put. Ja, wo sind sie denn? Oh, oh, da sind sie! Ich hab die Scheiße! Oh! Drecksack! Okay. Okay. Vielleicht werdet aber auch ihr dafür bezahlen. Was sagst du jetzt? Dem habe ich's gezeigt. Das war mal ein Konter, ey. Exit. Na also.
War doch gar nicht so schwer. Da ist der Ausgang. Wo denn? Ich sehe keinen Ausgang. Ich sehe nur eine Theke hier. Ist das der Ausgang? Ja, ich glaube, das ist der Ausgang. Ach, das ist so eine Falle. Das ist so eine Falle, dieser Ausgang. Warte mal, können wir noch was... Ja, können wir. Gut. Ich lasse ungern Zeug hier liegen. So viel Zeit muss sein. Wenn wir was von Joel gelernt haben, dann, dass man so viel wie möglich mitnimmt. Sich die Taschen vollstopft mit allem. Okay. Dann gehen wir. Das ist so eine Falle. Halt still! Ich rette dir das Leben! So ist gut. So ist gut. Fühlst du dich? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war... ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Creepy. Wir brauchen hier bitte einen Erwachsenen. Oh Mist! Dummes kleines Miststück! Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen... Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Wann haben wir jemals kleine Stücke gesagt? Ich kann mich nicht erinnern. Außer vielleicht, ich hack dich in kleine Stücke. Oder die uns. Ah, das war's. Genau. Ob die uns in kleine Stücke hacken. Ich erinnere mich. Ellie!
Waren da irgendwie gerade zwei Rucksäcke? Habt ihr das gesehen? Ganz komische Glitch-Geschichten. Naja, Leute, danke fürs Zusehen und bis morgen. Ciao. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.